Kathi? Ja, als Chelsea noch ein kleiner Hund war, als er noch so ein Jahr war, alt war, hat er sich immer gekratzt und auch gebissen und deshalb hat er öfter so Wunden. Und dann waren wir halt auch regelmäßig zum Arzt, weil das sich halt nicht gelegt hat und wir haben auch Salben bekommen, die haben aber halt nicht lange gewirkt. Also als meine Eltern per Zufall mal mit mir zum Zahnarzt waren, haben meine Eltern mit ihm geredet, weil sie hatten auch einen Hund, der war halt in der Praxis. Und dann haben wir halt ein Testprodukt bekommen und dann haben wir das pro Tag ein- oder zweimal aufgesprüht und danach ging es wirklich viel besser. Das Produkt hat sich relativ einfach aufzutragen. Man sprüht es ganz einfach auf den Körper. Was wir natürlich zusätzlich machen, ist die Stellen, wo er sich viel aufhält, wo er sich schlägt, dass wir die auch einsprühen. Beispielsweise sein Körbchen da. In der Anfangsphase haben wir das wirklich mehrfach pro Tag gemacht und dann immer ein bisschen weniger. Jetzt vielleicht jedes halbe Jahr mal. Wenn wir merken, dass er ein bisschen Juckreiz hat und so, dann sprühen wir direkt und haben dann auch keine Probleme. In erster Linie ging es uns ja auch darum, dass der Hund sich eben nicht mehr so kratzt und sich auch wohler fühlte. Ganz klar, wenn es effektiv nur die schlechteren Bakterien tötet oder beseitigt, ist natürlich von Vorteil.